Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo, wohin und woher an und dazu passend das Pronomen ihr bzw. alle Pronomen. Setzen wir ein. Auf der rechten Seite finden wir die Antworten, auf der linken Seite die Fragen. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Von plus Dativ. Von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Bei plus Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Zu plus Dativ. Wir essen bei ihr. Bei plus Dativ. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Wir essen bei ihr. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns auf der linken Seite die Fragen und Antworten an, die zum Bahnhof gehören. Und rechts findet ihr die möglichen Antworten A bis J. Setzen wir also ein. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem Bahnhof. Vom Bahnhof ist die Richtung ganz allgemein und aus dem Bahnhof aus einem geschlossenen Ort. Wo bist du? Ich bin am oder im Bahnhof. Wo? Dativ. Am oder im. Am ist dabei eher ein Bahnhof, der offen ist, wie eine Bushaltestelle. Im Bahnhof ist ein geschlossener Raum, also ein Bahnhof mit Halle zum Beispiel. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder an den Bahnhof. Zum, Dativ. Und an den Bahnhof, Akkusativ. Zu steht immer mit Dativ, an, in diesem Fall, wohin, an den Bahnhof, Akkusativ. Zum Bahnhof ist eher die Richtung, an den Bahnhof ist eher ein Ort, an den man geht, den man eher. Hier werden die beiden Ausdrücke aber gleich verwendet. Und zum Schluss die letzte Frage. Ich fahre am Bahnhof ab oder ich fahre vom Bahnhof ab. Beides Dativ. Wo am Bahnhof? Wechselpräposition. Man ist sozusagen in der Nähe des Bahnhofs, am Bahnhof. Und vom Bahnhof ist der Ausgangspunkt einer Reise. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem Bahnhof. Wo bist du? Ich bin am oder im Bahnhof. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder an den Bahnhof. Und ich fahre am oder vom Bahnhof ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann! Hallo, in diesem Video beantworten wir die Fragen, woher, wo und wohin. Zuerst sehen wir die Sätze. Punkt, 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 kommen Sie. Ich komme, Punkt, 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 Berlin. Wo, Punkt, 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 leben Sie? Ich lebe, Punkt, 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 Berlin. Wo, Punkt, 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 reisen Sie? Ich reise, Punkt, 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 Berlin. Ich esse, Punkt, 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 Berliner. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Einen, B. Nichts, C. Aus, D. Nach, E. Her, F. In, G. Hin und H. Eine. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Aus steht mit Städten. Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Wo in Berlin?
Wohin reisen Sie? Ich reise nach Berlin. Wohin nach Berlin? Nach steht bei Städten. Ich esse einen Berliner. Guckt mal nach, was Berliner heißt. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Wohin reisen Sie? Ich reise nach Berlin. Ich esse einen Berliner. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Länder und die dazugehörigen Präpositionen an. Australien, Kanada, Belgien, die Niederlande, die USA und England. Fangen wir an. Kommt er aus Australien? Nein, aus Kanada. Kommt er aus Belgien? Nein, aus den Niederlanden. Kommt er aus den USA? Nein, aus England. Und noch einmal. Kommt er aus Australien? Nein, aus Kanada. Kommt er aus Belgien? Nein, aus den Niederlanden. Kommt er aus den USA? Nein, aus England. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video beantworten wir die Fragen woher, wo und wohin. Zuerst sehen wir die Sätze. ... kommen Sie. Ich komme ... Berlin. Wo ... leben Sie? Ich lebe ... Berlin. Wo ... reisen Sie? Ich reise ... Berlin. Ich esse ... Berliner. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Einen,
B. Nichts. C. Aus. D. Nach. E. Her. F. In. G. Hin. Und H. Eine. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Aus steht mit Städten. Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Wo in Berlin? Wohin reisen Sie? Ich reise nach Berlin. Wohin nach Berlin? Nach steht bei Städten. Ich esse einen Berliner. Guckt mal nach, was Berliner heißt. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Wohin reisen Sie? Ich reise nach Berlin. Ich esse einen Berliner. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben kommen, sein, gehen und frühstücken genauer an und dazu die Präpositionen. Setzen wir ein. Die Lösungsmöglichkeiten sind A. Bei, B. Nichts, C. Aus, D. Von, E. Her, F. Im, G. Hin, H. An den, I. Zu und J. Dem. Woher kommst du? Ich komme von Tina. Wo bist du? Ich bin bei Tina. Wohin gehst du? Ich gehe zu Tina. Wir frühstücken bei Tina. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme von Tina. Wo bist du? Ich bin bei Tina. Wohin gehst du? Ich gehe zu Tina. Wir frühstücken bei Tina. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Es wäre schön, wenn ihr Mitglied werdet. Und jetzt die Wiederholung zum selber üben. Ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Außerdem sehen wir das Wort der Strand, the beach. Rechts seht ihr die Antwortmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommst du? Ich komme vom Strand. Woher? Vom Strand. Von steht immer mit Dativ. Wo bist du? Ich bin am Strand. Wo plus Dativ? Am Strand. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder an den Strand. Zum Strand, zu plus Dativ und an den, wohin plus Akkusativ. Zum Strand oder an den Strand. Ich feiere am Strand. Wo plus Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze zum Wiederholen. Woher kommst du? Ich komme vom Strand. Wo bist du? Ich bin am Strand. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder an den Strand. Ich feiere am Strand. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und dazu die passenden Präpositionen in Bezug auf das Wort Auto. Links die Sätze und rechts die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommst du? Ich steige aus dem Auto. Woher? Aus dem Auto. Aus plus Dativ. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wo im Auto? Plus Dativ. Wohin gehst du? Ich steige ins Auto. Wohin? Ich steige ins Auto. Ins ist Akkusativ, wohin ins Auto. Ich gehe zum Auto. Wohin, das ist die Richtung. Wohin zum Auto, zu plus Dativ. Und noch einmal alle Sätze. Woher kommst du? Ich steige aus dem Auto. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wohin gehst du? Ich steige ins Auto. Ich gehe zum Auto. Ich hoffe, dass euch die Sätze gefallen und geholfen haben. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sind wir am Meer. Zuerst die Fragen, wo, wohin und woher und dann die Antworten mit den passenden Präpositionen. Links findet ihr die Fragen und Sätze und rechts die Antwortmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Meer oder vom Meer. Vom ist die Richtung und aus ist wirklich heraus aus dem Meer. Wo bist du? Ich bin am Meer. Am Strand und im, wirklich im Wasser, beides mit Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder ans Meer. Zu plus Dativ und ans plus Akkusativ. Ich sehe das Meer. Akkusativ. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme aus dem Meer oder vom Meer. Vom ist die Richtung und aus ist wirklich heraus aus dem Meer. Wo bist du? Ich bin am Meer, am Strand und im, wirklich im Wasser, beides mit Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder ans Meer. Zu plus Dativ und ans plus Akkusativ. Ich sehe das Meer, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sind wir in Wien in Österreich. Zuerst haben wir die Fragen, wo, wohin und woher und dann die Antwort. Auf der linken Seite findet ihr die Fragen und Antworten. Auf der rechten Seite die Antwortmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Ich komme aus Wien. Aus, woher, aus Wien. Wo leben Sie? Ich lebe in Wien. Wo, in Wien. Hier steht kein Artikel. Wohin reisen Sie? Ich reise nach Wien. Wohin, nach Wien. Nach, ohne Artikel. Plus Stadt. Ich esse einen Wiener. Oder ich esse Wiener. Das ist ein Typ von Wurst. Hier steht der Akkusativ. Und noch einmal. Woher kommen Sie? Ich komme aus Wien. Aus. Woher? Aus Wien. Wo leben Sie?
Ich lebe in Wien. Wo? In Wien. Hier steht kein Artikel. Wohin reisen Sie? Ich reise nach Wien. Wohin? Nach Wien. Nach ohne Artikel plus Stadt. Ich esse einen Wiener. Oder ich esse Wiener. Das ist ein Typ von Wurst. Hier steht der Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.